sengende Hitze in der Wüste. Auch hier muss ein Auto mit seiner kompletten Elektronik zuverlässig funktionieren. Genauso bei tiefsten Temperaturen auf Schnee und Eis. Doch die Hersteller können ihre Produkte für die Tests nicht immer in die Wüste schicken. Das wäre zu teuer, wie auch Lena Maria Schäffer weiß. Die 23-Jährige testet ihr Navigationssystem nicht nur auf dem Weg zur Arbeit. Bei aktuell 7 Grad funktioniert das Navi einwandfrei. Damit sichergestellt ist, dass es auch bei verschiedenen Temperaturbedingungen, zum Beispiel extremer Wärme oder Kälte, funktioniert, stellen wir die Klimaprüfkammern her, um dies zu testen. Lena Maria arbeitet als technische Zeichnerin in einer Firma, die Umweltsimulationssysteme herstellt. In Klimaprüfschränken kann zum Beispiel fast jede beliebige Temperatur und Luftfeuchtigkeit erzeugt werden. Sommer und Winter quasi auf Knopfdruck. Und in diesem Schrank steckt zusätzlich noch ein elektronischer Helfer. Das ist unser Roboterarm. Da befindet sich vorne ein Sensor. Und der drückt wie ein menschlicher Finger auf das Display von dem Navi. Und dabei wird der Druck gemessen bei extremen Temperaturen von minus 40 bis plus 80 Grad. Funktioniert das Navi bei Hitze und Kälte? Und wie groß muss der Druck sein, damit das Touchscreen überhaupt anspricht? Auch bei einem zweiten Modell müssen diese Fragen geklärt werden. Der integrierte Roboterarm ist der Clou bei diesem Klimaprüfschrank. Bisher mussten noch Menschen die Navis per Hand bedienen. Jetzt misst die Maschine objektiv jeden Knopfdruck und speichert die Daten. Lena Maria lässt als technische Zeichnerin Klimaprüfschränke vor allem am Computer entstehen. Bevor ein Modell in die Produktion geht, muss sie es am Bildschirm entwerfen. Das ist unser CAD-Programm. Mit diesem konstruieren wir das komplette Gerät im 3D. Und die Einzeldateien, die Blechkonstruktion, geben wir dann weiter an unsere Fertigung. Der Roboterarm steckt in einer Schutzhülle. Sie steht unter Druckluft und schützt das hochtechnische Gerät vor den Extrembedingungen des Klimaprüfschrankes. Hüllenlos kommt dann die ganze Technik zum Vorschein. Bei normalen Umgebungsbedingungen sehen Tests dann so aus. Doch zurück zu dem Test unserer Navigationssysteme. Wie haben die beiden Navis abgeschnitten? Können sie bei großer Hitze oder Kälte immer noch zuverlässig den Weg weisen? Die Tests sind nun erfolgreich abgeschlossen. Es hat sich herausgestellt, dass beide Geräte unter extremen Temperaturbedingungen einwandfrei funktionieren. Der Kunde kann nun mit den Messergebnissen weitere Verbesserungen vornehmen. Die Hersteller können sich also freuen. Dank des Klimaprüfschranks und dem integrierten Roboter wissen sie jetzt genau, ihre Navis funktionieren nicht nur hier, sondern überall auf der Welt.